Es gibt immer diesen einen Bruder, der sagt, du kennst meine Vergangenheit nicht. Du kennst nicht die Orte, an denen ich war. Und du weißt nicht, was ich getan habe. So einen Bruder gibt es immer. Meine Brüder, der Prophet erzählt uns im authentischen Hadith, überliefert bei Bukhari. Er erzählt uns über einen Mann, der 99 Menschen getötet hat. Wie viele hat er getötet? 99! Nun, mein Bruder, du, deine Vergangenheit, die Vergangenheit des Bruders neben dir, wirklich jede einzelne Person in diesem Raum und ihre Vergangenheiten in Summe wiegen nicht annähernd ein Viertel der Taten dieses Mannes. Er tötete 99 Menschen. Authentischer Hadith bei Bukhari. Schlage nach in Riyadh al-Salihin, Kapitel 2, unter Reue. Nun, nach 99 Menschen wurde sein Herz von etwas ergriffen und er wollte bereuen. So fragte er die Leute, wohin kann ich gehen, um Tauba zu machen? Die Leute antworteten ihm, da gibt es einen Mann, er ist ein Abid, der Tag und Nacht Allah anbetet. Wenn es irgendjemanden gibt, den du fragen kannst, dann frag ihn. Also ging der Mann zu ihm und sagte, Bruder, ich habe 99 Menschen getötet und ich möchte bereuen. Kann mir Allah vergeben? Nun dieser Abid, und nur nebenbei bemerkt, das ist die Gefahr, wenn wir bei denen Wissen suchen, die religiös scheinen. Bruder, er ist in der Moschee, jeden Tag, er ist voll mit Wissen. Ich fragte ihn und er sagte, es ist in Ordnung. Wir alle tun das. Bruder, sein Bart ist so, Wallahi, sein Bart ist so lang, er ist immer in der Moschee. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, es ist in Ordnung. Also fragte er den Abid, diesen Kerl, der Tag und Nacht Allah anbetet. Diesen Mann, der niemals etwas Ähnliches gesehen hat. Diesen Mann, der Tag und Nacht im Gebet verbringt. Und als er hört, den 99 Menschen, ist er ausgeflippt. Er kann nicht einmal daran denken, auch nur einen Menschen zu töten. Und schon gar nicht 99. Er antwortete ihm, Allah kann dir niemals verzeihen. Also dachte sich der Mann, da mir Allah ohnehin niemals vergeben wird. Und tötete auch ihn. Bruder, er legte ihn um, da ihm seine Fatwa nicht gefiel. Das verdeutlicht die Brutalität dieses Mannes. Er tötete einen Abid. Nicht jemanden, der bedrohte oder ihn provozierte oder jemanden, der ihm auf der Straße seine Respektlosigkeit demonstrierte. Nein, hier handelt es sich um einen Abid. Aber weil dem Mann die Fatwa nicht gefiel, tötete er ihn und machte daraus 100. Authentischer Hadith bei Bukhari. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte aber, etwas war in seinem Herzen. Er wollte sich wirklich Allah zuwenden. Und so fragte er. Und die Leute sagten ihm, mein Freund, halte dich hier nicht auf, sonst wirst du uns alle töten. Da gibt es einen Ort, dort ist ein Gelehrter. Dort ist ein Gelehrter, geh hin und rede mit ihm. Die Geschichte ist länger, ich werde mich kurz fassen. Er ging zu diesem Gelehrten und sagte, ich habe 100 Menschen getötet. Kann mir Allah vergeben? Sieh mal den Unterschied, wenn du den Mann in der Moschee fragst, den Mann mit dem langen Bart, und wenn du einen Alim fragst. Er antwortete dem Mann, und wer kann zwischen dir und der Tauba stehen? Wer? Nun kommen wir ins Gespräch, dachte sich der Mann. Jetzt kommen wir weiter. Die Sache gefällt mir. Er sagte ihm, damit du bereust, musst du dieses Umfeld verlassen. Es ist ein schlechtes Umfeld. Und die Leute hier, sie werden dir nicht helfen, Gutes zu tun. Es gibt eine Stadt. Es gibt einen Ort. Gehe dorthin. Dort findest du gute Menschen. Diese Menschen werden dir helfen, Allah anzubeten. Sie werden dir helfen, dich zu ändern und Anschluss zu finden. Der Mann hatte nun Gewissheit. Er packte seine Sachen und machte sich auf zu jener Stadt. Auf dem Weg dorthin ereilte ihn der Tod und er starb. Und die Engel der Vergebung kamen herunter. Und die Engel der Bestrafung kamen herunter. Und zwischen ihnen kam es zur Diskussion. Die Engel der Vergebung sagten, aber er hat Tauba gemacht. Und die Engel der Bestrafung sagten, nein, nein, nein. Er hat 100 Menschen getötet und er hat seine Tauba nicht vollendet. Er war nur auf dem Weg. Und so sandte Allah einen Dritten, um zwischen ihnen zu richten. Der Engel sagte, vermesst den Abstand. Wenn er näher ist bei der Stadt der Sünde, dann lass die Engel der Bestrafung ihn holen. Aber wenn er näher ist bei der Stadt der Vergebung, dann lass die Engel der Vergebung ihn holen. Und so haben sie die Erde vermessen. Und zu seinem Unheil war er näher an der Stadt der Sünde. Authentischer Hadith bei Bukhari. Allah befahl der Erde, ihre Dimension zu verändern und machte ihm eine Handbreite näher zu der Stadt der Vergebung. 100 Menschen, aber er hatte Gewissheit. Allah gab ihm das.